Ahoi, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von The Banner Saga. Hier ist euer Captain Kaimi wieder. Und ich habe im letzten Kampf nicht so gute Ergebnisse erzielt. Ich habe das Spiel jetzt noch einmal auf leicht gestellt. Ich wollte zumindest in den nächsten Kämpfen einmal sehen, wie sich das so verhält. Momentan hatten wir auf normal gespielt. Und ihr habt ja gemerkt, dass ich nicht so ganz klar kam mit dem Schwierigkeitsgrad. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, schon am Anfang des Spiels hier alle Kämpfe zu versagen. Deswegen wollte ich einmal auf einfach stellen und schauen, wie sich dieser Kampf denn jetzt so verändert. Ich bleibe nochmal bei der gleichen Aufstellung. Ich möchte da nichts groß weiter verändern. Und ich möchte zumindest die nächsten Kämpfe einmal auf einfach. Oh! Einmal auf einfach bestreiten. Oh, da hat sich ja schon einiges geändert. Ich glaube, wir kämpfen gegen einen weniger. Das kann sein. Er hat weniger Schild und Leben. Ja, die haben generell weniger Schild und Leben. Interessant. Aber jetzt ist sie einzeln. Okay, interessant. Interessante Aufstellung. Ich weiß nicht, ob das zufallsgeneriert ist, ob sich das bei der Banner Saga immer ändert. Das wäre auch ganz interessant. Aber wie gesagt, ich möchte die nächsten Kämpfe erst einmal auf einfach bestreiten, um noch ein bisschen mehr Kampferfahrung zu sammeln. Und dann können wir, ich denke mal, wieder auf normal schalten. Er ist als nächstes dran. Er wird sich wahrscheinlich auch nach. Ups, mit dem kann ich mich gar nicht bewegen. Wenn er hier rangeht, dann kann ich ihn hierhin bewegen. Und er kann dann seine Fähigkeit machen. Dann können ihn alle drei angreifen. Wenn ihr mir gerade folgen konntet. Und außerdem haben die mehr Schilde bekommen. Also es ist gar nicht so dumm, den da hinzustellen. Ach, kann er ihn angreifen? Ah, es wäre schön, wenn der hier war eins weiter runtergegangen wäre. Schade. Die beiden sind da oben dran. Nein, er ist dann dran. Und sie, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit ihr mache. Da bin ich mir noch nicht im ganzen Klaren. So angreifen bringt, denke ich mal, nicht viel. Drei. Oh. Das wäre ja schon mal was. Danach ist er dran, danach kann sie angreifen. Wenn ich dreimal mit voller Wucht draufhaue, ist er vielleicht sogar schon weg. Er dann noch und sie dann noch. Hat nicht mehr so viel Leben. Nee, ich glaube, das könnte knapp werden. Aber dann macht er zumindest schon mal nicht mehr so viel Schaden. Ich glaube, seine Rüstung haue ich jetzt nicht runter. Ich haue ihm mal sein Leben sehr weit runter, weil ich ja hier sehe, dass meine Charaktere, die nahe an ihm ranstehen, schon danach dran sind. Und bis hier, bis hier. Wir gehen mal hier hin. Hier hin, da kann uns keiner erreichen. Ja, jetzt greifen wir ihn an und dann greifen wir ihn nochmal mit ihr an und hoffen, dass es reicht. Nein, natürlich reicht es natürlich nicht. Er macht nicht nur einen Schaden, sondern er hat auch noch 90% Versagensquote, sage ich mal. Halt die Esse fest. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, den hauen wir mal weg, aber nein, natürlich nicht. So, hier kann ich ihn schon angreifen. Das wäre nicht schlechter, als sie hinter den Beinen geschützt. Oder hier stelle ich sie hin. Kann ich sie auch hinstellen? Ich stelle sie mal hier hin. Warum ich das nicht so ganz machen kann, weiß ich auch nicht. Ah, hier, zweimal draufklicken. Macht ein Schild oder zwei Angriff und ein normaler Angriff. Auch. Ja, wir stärken das nochmal, damit er uns nicht so viel Schaden macht. Ich hoffe mal, der überlebt das. Er müsste es eigentlich überleben. Was?
Was ist das denn? Kennt ihr diese schwulen Gewichte, die man immer so auf und ab bewegt, um seine Muskeln, ja, in Anführungsstrichen Muskeln zu stärken? Ich weiß nicht. Also ihn kann er angreifen. Er kann hier auch angreifen. Das ist alles nicht so gut. Und mit ihr versuche ich mal dann hier rüber zu gehen. Also hier so ein bisschen. Er kann angreifen. Er kann angreifen. Ich glaube, ich gehe aufs Ganze. Ich gebe dem jetzt voll auf die Fresse. 5 Schaden. Er wird ja wohl 3 machen, oder? Also ihr merkt schon, ich bin ein kleines bisschen, selbst wenn immer oft gesagt wird bei den Mythen, dass man auf die Rüstung gehen soll, ich bin einfach trotzdem ein Freund davon, das Leben anzugreifen, weil er einfach der Gegner dann auch gleichzeitig weniger Schaden macht. Es ist einfach, es bringt dir sehr viel. Der zittert sich hier einen ab. Ich könnte den auch weghauen. Nee. Blöd. Schade. Da kann er nicht hin. Sollen wir vorsichtshalber lieber da hinten? Nein, wir gehen hier hin. Da kann er nicht hin. Ja, der macht gar nichts. Auch okay. Der Egil will ich ein... Oh. Oh, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ah ne, der kommt auch nicht ran. Gut. Der ist so ein bisschen betrüppelt. Ich glaube, Igel ist mehr so zur Verteidigung, mehr so... Ihm will ich nicht den Weg versperren. Wo stellen wir Igel jetzt hin? Damit er nicht stört und uns, und uns unterstützt. Ich glaube, diese Möglichkeit besteht kaum. Aber gut. Wir setzen ihn jetzt einfach mal hier vorne hin. Ach, hier. So. Der stört da zwar ein bisschen. Steinmauer, brauchen wir das? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Er hat mehr Rüstung bekommen durch Egil. Das heißt, er hat auch mal was gebracht. Und die Olle greift jetzt den auch mal an. Ein bisschen Schild runter. Kann auch nicht schaden. Ach, ja. Er haut hier mit drauf. Sie wird noch nicht angegriffen. Ich glaube, ich habe sie ganz gut positioniert. Er kann... Also den machen wir jetzt gemeinsam fertig. Der ist dann danach dran. Also, ich merke gerade auf einfach ist das wirklich... Auf einfach ist das wirklich machbar. Es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. 7. Ah, schade. Sie kann ihn dann einfach abfeuern. Da brauche ich keine Willenskraft einsetzen. Sie ist dann danach am Zug. Er passt. Er passt einfach. So, die können da hin. Ich muss also gucken, dass ich hier entweder dahin oder hier hinkomme. Hier. Ohne Willenskraft einzusetzen, ist das, glaube ich, das günstigste, richtigste. Errungenschaft freigeschaltet, Adlerauge, ja. Ist das was? Ich glaube, unser Egil, ach komm, weißt du, der kann hier ruhig mal den Kopf hinhalten. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, auf dem Pausenhof sind auch immer alle auf den gegangen. Ihn könnte ich machen. Das ist aber gar nicht so von Bedeutung, weil er gar nicht viel Bewegungsraum hat. Da gehe ich lieber auf die anderen. Wenn ich ihn angreife, habe ich vielleicht die Chance, ihn damit dann fertig zu machen. Oh ja, die macht auch gut Schaden. Ich glaube, der ist dann weg. Er hat nicht so viel Bewegungsraum.
So, jetzt werden die hier schön zugestellt und unsere Bogenschützen können angreifen. So habe ich mir das vorgestellt, von Anfang an. Ja, immer auf den Egil kommt der. Ich kann das gebrauchen. Ich versuche hier hinzugehen. Hier sogar? Nein, da kann er keinen mehr. Ja. Nee, da kann er ihn angreifen. Aber ist egal. Den einen Schlag, den wird er ja wohl. Weg mit dem. So, und jetzt läuft das doch schon ganz anders. Ohne Verluste hier durch. Also. Das ist ein bisschen was anderes, gell, als vorhin. Man merkt doch deutlich den Schwierigkeitsabfall. Also wenn die alle dran sind, kann ich hier auch beherzt draufhauen. So, brauche ich gar nicht. Ich brauche gar keine Willenskraft. Also es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber ich glaube, ich werde erstmal auf der einfachen Schwierigkeitsstufe bleiben. Wie schon gesagt, ich glaube, es ist totaler Schwachsinn, wenn ich schon am Anfang hier jedes Spiel versage. Das bringt nichts. Da spielen wir das lieber auf einfach. Und ich glaube, da haben wir auch alle was davon. Da komme ich auch schneller voran. Die Wüter folgen euch problemlos. Es wird sogar brenzlig. Doch dann schafft ihr es, sie im dichten Unterholz abzuhängen. Ihr erklettert einen Aussichtspunkt und wartet auf die Karawane. Eine Stunde darauf ist Oddlife die erste, die sie erblickt. Da! Sie zeigt auf die Straße. Als ihr wieder dazustoßt, wird euch klar, dass es Ärger gegeben hat. Einige Leute sind verletzt, andere fehlen. Am Ende der Karawane hat sich eine Gruppe gesammelt. Oddlife geht neben einer zugedeckten Gestalt im offenen Wagen her. Alter Narr, sagt sie durch zusammengebissene Zähne. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Der Tod des Oberhaupts trifft dich wie ein Schlag in die Magengrube. Schweigend gehst du nach Frostfeller weiter. Alets Hand fest in deiner. Das Oberhaupt ist verstorben. Es hat Zwischenfälle gegeben. Wir hätten uns vielleicht für die andere Variante entscheiden sollen. Aber dort zu verharren, ich weiß nicht. Du machst eine Pause, um zu Atem zu kommen. Dabei siehst du, dass die Karawane gefährlich in die Länge gezogen ist. Du kannst das Ende gar nicht mehr erkennen. Wir müssen sie zusammenziehen, bestätigt Ivar. Es wäre zu gefährlich, vor den Götterstein anzuhalten. Der Pfad müsste bald erreicht sein. Vor den Götterstein anzuhalten. Heute früher anhalten, das Tempo verringern, damit alle aufholen können. Das Tempo konstant halten, die Karawane mit einer Ansprache stärken. Uiuiuiui. Jetzt haben wir hier Möglichkeiten. Früher anhalten kommt nicht in Frage. Tempo verringern, aufholen. Tempo konstant halten ist auch nicht so gut. Karawane mit einer Ansprache stärken. Ich glaube, das wäre so das Beste. Du begibst dich ans Ende der Karawane und hebst dir ein kleines Kind auf die Schultern. Kämpft um jeden Schritt. Denkt an die, die es nicht geschafft haben und legt euch ins Zeug. Die Leute sehen deine Anstrengungen und verstärken ihre eigenen. Sehr gut. Mal ein bisschen hier pushen die Leute. Ja. Oh, ist das schön. Ist das schön, schön gestaltet. Weit genug für heute, finde ich. Nach einem Tag voller Elend lassen Männer und Frauen unter den Götterstein ihre bescheidenen Habseligkeiten fallen. Hrir Valdirs, so spreche ich das jetzt aus. Was machen wir jetzt? Wir haben unsere Häuser im Stich gelassen, weil plötzlich Wüter aufgetaucht sind. Das Oberhaupt ist meinem Rat gefolgt. Und nun sieh, was es davon hat. Sieh dir diese Leute an. Irgendwer muss sie zusammenhalten. Und zwar du, Luke.
Wie soll ich das denn anstellen? Und was tun, falls wir noch mehr Wüter begegnen? Aber du bist doch hier der Wüterschlechter. Das wird passieren. Um ehrlich zu sein, diese Leute können nicht mit Wütern fertig werden. Ja, ist klar, das sind ja nur Bauern. Ich nehme an, dass wir für jede besiegte Schlacke zwei Verluste haben. Also fliehen wir. Nur wenn du Frauen und Kinder verlieren willst, wir werden kämpfen müssen und es wird Tote geben. Diese Tatsache müssen wir uns stellen. Verdammt, bei den Göttern! Warum passiert das nur? Überleg mal, wie ich mich fühle. Ich sitze mit einem Haufen Schwächlinge fest. Ja, das ist. Na, stimmt schon. Es ist dir nicht egal. Ich weiß es. Die Menschen sind eine schlimmere Plage in der Welt als die Wüter, soweit ich sehe. Oh, jetzt kommen die Gefühle wieder hoch zwischen den Wal und den Menschen. Es sind Gespräche wie dieses, auf denen unsere Freundschaft fußt, Alva. Naja, du schläfst schlecht. Ewig steht die Sonne am endlos hellen Himmel. Bevor die anderen sich erheben, findest du dich wieder, wie du über lange kiefernbestandene Hügel blickst. Das finde ich jetzt aber komisch. Ewig steht die Sonne am endlos hellen Himmel. Ich dachte, die Sonne gibt es nicht mehr. Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Fassung gebracht. Der Götterstein droht über dir. Ja. Rigvaldir blickt mit seinen riesigen Augen in die gleiche Richtung wie du. Entschuldigung, ich habe mich schon mal entschuldigt für die Namen, für das Aussprechen der Namen. In die gleiche Richtung wie du. Natürlich, wir sind gespannt. Wir sind neugierig. Der verwitterte Stein hat nicht viele Besucher. Er ist kaum ein Grund, so weit nach Osten zu reisen. Wenn Jäger hier vorbeikommen, bringen sie dem Gott bisweilen ein Opfer dar, jedoch eher aus Gewohnheit. Jetzt, da die Götter tot sind. Hier Valdir war der Gott der Jäger und der wilden Tiere. Gelegentlich wurde er gesichtet, wie er als Mensch oder als Wolf das Land durchstreifte. Auf Bildnissen ist er stets mit seinen schrecklichen Speer dargestellt. Du fragst dich, was er davon halten würde, seine Wälder voller Wüter zu wissen. Ein kleines Mädchen aus der Karawane kommt auf dich zu. Dies habe ich für dich gemacht, sagt sie und gibt dir eine grobe Halskette aus einem Zweig, den sie in der Nähe gefunden haben muss. Danke, dass du meine Mutter gerettet hast. Damit läuft sie zu ihrem Zelt zurück. Zurück bei deinem Zelt weckst du Alette, die sich bei dir einhakt, bis sie richtig wach ist. Schlechte Träume. Schließlich wird das Lager abgebrochen und ihr setzt den Weg nach Frostfäller fort. Es fühlt sich eher an wie ein Ende als wie ein Anfang. Oh Jemine, unsere Vorräte, wir hätten mehr einkaufen sollen, aber woher soll ich das denn wissen? Wir sind an dem Götterstein vorbei. Ich glaube, der wird noch später einiges von Bedeutung haben. Um Gott! Oh Gott, wie weit müssen wir denn reisen? Wir haben keine Vorräte mehr. Die Karawane kommt zum Stehen, als einige Männer auf dem Weg auftauchen. Sie legen ihre Waffen nieder. Wir haben gesehen, dass Wüter kommen, sagt einer. Den möchten wir nicht alleine begegnen. Wenn ihr erlaubt, dass wir mit euch ziehen, zeigen wir euch ein Wasserloch mit genügend Tieren, dass ihr eure Vorräte wieder auffüllen könnt. In der Karawane erhebt sich ablehnendes Gemurmel. Man hat Angst vor den Fremden. Ja. Wir würden sie erstmal fragen. Wir warten hier auf der Jagd, da haben die Wüter unser Dorf gefunden, erzählt der Mann, als wir heimkamen. Er blickt beiseite und beendet den Satz nicht. Immer diese Entscheidung. Ich bin ja so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Ich glaube, wenn sie auf die Jagd gewartet haben, dann werden sie uns nicht plötzlich irgendwo einen See finden, wo 10 Milliarden Vorräte, also Tiere, zu finden sind. Dann würden sie ja hier nicht auf die Jagd warten, sondern dann würden sie da auch selber hingehen, einfach. Schön, ich habe eine SMS bekommen.
die Männer abweisen. Also, ich glaube, das wäre auch schlecht für die Karawane. Da würde die Moral noch weiter sinken, wenn ich die jetzt aufnehmen würde. Du schüttelst misstrauisch den Kopf. Wir sind schon jetzt gefährlich langsam. Mehr Leute machen alles noch schlimmer. Vielleicht sehen wir uns in Frostfäller wieder. Die Jäger wirken enttäuscht, nehmen aber ihre Sachen auf und treten zur Seite. Bald ist klar, dass sie euch nicht folgen und du atmest auf. Ah, waren sie vielleicht doch nicht so schlecht? Ich meine, wir brauchen Vorräte. Es ist alles aufgebraucht. Es ist alles vorbei. Während einer Pause betrinkt sich einer der Männer und schüttet einem der Krieger seine Met ins Gesicht. Eine Schlägerei entsteht. Diverse Faustschläge und ein Knochenbruch später wird der Tu-nicht-gut Raffensvater vor deine Füße geschleudert. Wütende Clanmitglieder verlangen Genugtuung. Persönliche Verteidigung beläuft sich auf unverständliches Gemurmel. Eine öffentliche Entschuldigung von ihm einfordern, ihn fesseln, bis er nüchtern ist, die Rauferei mit einem Lachen abtun, nein, definitiv nicht, die anderen auffordern, die Gelegenheit zu vergessen, nein, auch nicht. Der ist betrunken, fängt Streit an, er muss hier Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge, ne? Eine öffentliche Entschuldigung. Ja, weg mit dem. Wir fesseln dem einfach. Entschuldigung bringt ihn auch nicht weiter, der ist ja immer noch betrunken. Du schnappst dir ein Seil und verschnürst den Lümmel. Ein paar Zuschauer bewerfen ihn mit Kleingraben, aber die meisten gehen nur lachend davon. Zufrieden, dass irgendeine Maßnahme ergriffen wurde. Ich glaube, wir haben, um die Moral von unserer Karawane konstant zu halten, bis jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich werfe hier fast das Mikro um. Ach. Die einzige richtige Entscheidung, die wir nicht getroffen haben, ist, zu wenig Versorgung mitzunehmen. Eieiei. Als er auf dem Weg nach Frostfäller ein kleines Dorf mit Betten und Nahrungsmitteln findet, ist die Erleichterung zum Greifen. Die Dörfler sind schockiert über die Nachrichten, die ihr bringt, und diskutieren untereinander, während ihr in der Nähe des Lagers aufschlagt. Gott sei Dank. So, hier kann ich rasten, mit dem sprechen, hier irgendwo, jetzt können wir alles auswählen. Also, damit werden wir uns aber in der nächsten Folge beschäftigen, denn ich sehe gerade, diese Folge ist schon wieder vorbei. Und es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es tut mir leid, dass ich dieses Spiel jetzt auf leicht gestellt habe. Ich glaube, wie gesagt, das habe ich schon ganz gut begründet. Das ist im Allgemeinwohl für alle, bis ich besser hier im Kampf, in den Taktiken geschult bin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald.